Hallo, mein Name ist Mervi. Ich bin Finnin, ich wohne in Deutschland und zurzeit bin ich in Finnland. Heute ist der Tag, wenn ich unseren Mietwagen zurückgebe und dann fahre ich mit dem Zug nach Helsinki und erledige etwas dort und schaue um mich herum. Und ich werde auch Videos machen und euch zeigen, wie Helsinki im Winter im Februar aussieht. Okay, jetzt habe ich das Auto zurückgegeben und ich fahre mit dem Zug nach Helsinki. Also ich bin beim Flughafen Helsinki-Vantaa. Und Finnland ist ganz automatisiert. Ihr könntet ein Ticket beim Automat kaufen. Aber am einfachsten geht es mit der Applikation. Das heißt HSL. Und ich habe jetzt eine Tageskarte gekauft, sodass ich den ganzen Tag für 11 Euro fahren kann. Und hier beim Flughafen gibt es Züge zu zwei Richtungen, also Richtung Tikkurila und Richtung Myyrmäki. Und die beide fahren nach Helsinki Zentrum. Und ich zeige noch, wie die Ticketautomaten aussehen. Die Sprachoptionen sind Schwedisch und Englisch. Und hier gibt es noch, also wer in einer Großstadt in Deutschland oder egal wo wohnt, kann dieses sehr gut verstehen. Und dann hier gibt es ein Automat für Long Distance Service. Also ganz wenige Leute, weil hier auch diese Krankheit ist. Ich wohnte in Helsinki 20 Jahren. Allererstes kam ich hier, als ich 17 und 18 Jahre alt war. Ich hatte eine Arbeitsstelle. Und dann in 1990 machte ich meinen Abitur und traf eine Entscheidung, dass ich in Helsinki arbeiten und studieren will. Und eines Tages kam ich dann mit dem Zug von Kouvola nach Helsinki und bald fahren wir neben den Stadtteil Malminkartano, wo ich damals wohnte, etwa 2 Jahre oder so. Und genauer gesagt, fahren wir vorbei dem Haus, wo ich wohnte. Wir haben zwei offizielle Sprachen und auch Sami-Sprache im Lappland. Und deswegen alle Anmeldungen in Zügen und Bussen und in allen offiziellen Stellen werden auf Finnisch und auf Finnisch gesagt.
so nostalgisch. Dieses Haus hier ist, wo ich wohnte damals. Alle Bäume sind so groß gewachsen. Wow. Eine Besonderheit in Helsinki, in der Innenstadt, ist die Tunnels. Also wer keine Kälte erleben will, kann durch den Tunnel zwischen Shoppingzentren und andere Plätze gehen, und das ist sehr praktisch, wenn es regnet oder kalt ist oder so. Und hier, heute ist es nur minus 5 Grad, aber ich will diese Route euch zeigen. Und es ist auch sehr sicher hier. Tralala, Kaufzentrum Forum haben wir erreicht. Kaufzentrum Forum gehe ich noch weiter. Also es ist wirklich möglich, einen längeren Weg unter der Innenstadt Helsinki zu gehen. Frische Luft. Das
ist ein Herz von Helsinki, so kann man sagen. Das ist Kaufhaus Stockmann. Und in Helsinki, wenn wir Freunde oder Freundinnen treffen, haben wir als einen Treffpunkt hier unter der Uhr. Das ist wirklich eine Phrase, den alle kennen, und ich habe viele Freundinnen dort getroffen und auf fast so viele gewartet. Und die Straße hier ist Alexanderstraße. Der Name kommt vom Kaiser Alexander. Als wir unter russischer Regierung waren, etwa vor 100 Jahren, 101, 102, und Tramwagen sind heutzutage in Helsinki und in Tampere in Deutschland gemacht, denke ich. Und ich bin gerade auf dem Weg zum Optiker. Mich sieht es aus, dass hier sehr wenige Leute sind, aber eigentlich ist das eine ganz normale Menge. Es ist Freitag Mittag zur Zeit, und hier auf rechts gibt es den Svenska Theater, also der schwedische Theater. Ich nehme den Straßenbahn zum Markthalle. Es ist lange her, als ich dort gewesen bin. Und wenn da immer noch ein Suppenrestaurant gibt, könnte ich da mittags essen. Stadthaus und dann Marktplatz, die im Sommer sehr lebendig ist. Und dann gibt es Uspenski Kathedral, das ist eine griechisch-orthodoxische Kirche. Und hier in Schwissen gibt es unser Präsidentenpalast, wo jeden 6. Dezember ein großes Feier stattfindet. Dieses Jahr nicht. Warum? Das wissen wir alle. Und hier ist die alte Markthalle. Das wurde von einigen Jahren restauriert. Und das ist jetzt mein Ziel. Öffnet mir die Tür, hier aber nicht. Kleine Boutiquen, im Sommer viele Touristen, diesmal nicht, excuse me. Käseboutique. Hier ist Soup und More.
diese, hier heißt heutzutage Seafood Bar. Das war früher ein Sushi-Restaurant. Und hier habe ich meine erste Sushi gegessen. Und ich erinnere mich immer noch daran, ich war da mit jemandem und dann kam unsere Speise und es gab ein kleines Stück, etwas Grünes, etwas Pasta oder so. Und ich fragte, was ist das? Und nahm einen kleinen Bite und das war Wasabi. Es war scharf. Die Straßenbahnlinien sind sehr gut. In der Innenstadt kann man überall mit dem Straßenbahn fahren und die fahren ganz häufig. Und hier können wir sehen, welche als nächstes kommen.